Ich mag die Intro-Mucke einfach. Und damit herzlich willkommen, liebe RPG-Maker-Freunde, zu einem weiteren Part Endzeit. Wo waren wir stehen geblieben? Die Lampe flackert. Atomische Grüße, Gretje, Silke und Chloe. Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ein Lappen, ein Handtuch. Auch dieses Geheimnis wird der Enträtster des Unergründlichen entschlüsseln. Eines Tages, Captain Atom. Eines Tages. Ich mag so eine nutzlose Interaktion einfach. Was steht hier eigentlich? Um Gottes Willen, die Waffen sind alle. Jetzt sind sie hinter mir her. Ich höre die beiden schon an der Tür kratzen. Das ist cool. Der Größte, ja, keine Frage. Sehr schön. Diese blöde Socke, wie oft ich die noch anklicken werde. Die wollen ja da lang. Wir haben das letzte Mal ein paar unschuldige Flamen und Flamerinnen gerettet. Ich muss mal gucken, ob wir hier noch was machen können. Ja, wir haben den Medizinator gefunden, genau. Und heute wollten wir eigentlich in Sektor 1 eintreten. Schauen wir mal. Wo? Natürlich in einer geeigneten Stelle. Also den Medizinator aufstellen. Was machen Sie da? Doch nicht dahin! Wollten Sie den Medizinator gerade in einen Schrank aufstellen? In einem Schrank? Natürlich nicht. Ah. Extrem weit, verdammt! Liebe Zeit, nun lassen Sie es doch nicht an mir aus, wenn Sie unter Druck nicht arbeiten können. Kommen Sie hier herüber. Hier können Sie den Medizinator platzieren, was Sie sich auch immer anstellen. Achso. Hier sei künftig dein Platz, Medizinator. Erquicke fortan die Bewohner des Atombunkers mit deinen Gaben. Buff. Was ist das? Was macht das? Ah. Nun, Ingström, wie fühlen Sie sich unter den Schirm meiner Weisungen? Defiguriert! Wirklich? Freut mich zu hören, Doktor. Sie sagen es, Captain Atom. Analysator, kundiger Diener der letzten Schar von Gerechten, denen dein Wissen in ihrem Kampf für das Gute von allzeit Nutzen sein wird. Okay. So, wir können jetzt hier natürlich kleine Heilung holen für ein paar Papp. Halte ich für... Was war denn mit dir? Zum Glück doch nicht die letzte Frau auf Erden. Was ist da drin? Eine salzhaltige Lösung, die sie nichts weiter anzugehen hat. Schmeckt aber irgendwie nach Vanille. Hören Sie auf, aus meinem Tropf zu trinken! So, Stillstand. Ich will erst was reden, bevor ich weiterspiele. Wir können jetzt kleine Heilung dort holen, denn wir haben nur eins. Ich hatte kleine Heilung aber für ziemlich nutzlos. Abgesehen davon kann Dr. Inström kleine Heilung. Ja, auch mittlere Heilung. Also es ist nicht so sinnvoll. Könnte man da jetzt mehr, also eine größere Heilung rausziehen? Ja, wäre es eine... der Sache vielleicht wert. Aber wir wollen ja 250 Papp sammeln, um irgendwo irgendwas aufmachen zu können. Rost! Unermüdlicher Widersacher deines Erzfeinds Metall! Wieder einmal ringt ihr um nichts Geringeres als den Sieg über das hier. Der Luftfilter muss frei bleiben, sonst ist unser aller Ersticken gewiss. Kämen oben Pommes raus, mit denen man unten eine Kartoffel mit Vollschub durchs Rohr jagt? Das ist eine gute Frage. Wenn wir jene Kartoffel finden, müssen wir das herausfinden. Ich finde es einfach großartig, dass man hier mit so viel Stuss interagieren kann. Wie konnte man noch mal irgendwie rennen? Irgendwie konnte ich rennen. Ich glaube, ich habe keine Taste dafür belegt. Ich glaube, das war Shift. Wo ist mein Joy to Key? Da, belege mir Shift. Ich möchte, dass mir dieser Knopf hier Shift wird. Okay, Dobli. Und jetzt? Wieder gut vorbereitet, Modo. Gut gemacht. Ja, aber jetzt können wir rennen, alles klar.
So, wir haben ein paar neue Flamen gerettet. Mal schauen, was uns das bringt. Willkommen, neue unschuldige Zivilisten mit eurem in eurem rettlichen Domizil. Die Rettung Unschuldiger ist der tiefste Sinn eines Superheldens. Jüngst gerettete Unschuldige 2. Bonusleben für jedes Gruppenmitglied. Bonuslebenspunkte. Ah, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht richtig gelesen. Ich habe da nur Bonuspunkte gelesen. Bonuslebenspunkte. Ah, jetzt hat jeder 20 Max Life dazu bekommen. Das ist ziemlich sweet. Also, jetzt nicht so viel. Aber ich finde es gut, dass man auf die Art und Weise so belohnt wird. So. Weiter kommen wir noch nicht. Deshalb wollten wir erstmal... Genau. Wollten wir jetzt in Sektor 2. Ich guck mal noch. Sektor 1, nicht Sektor 2. Gucken, was da so geht. Theoretisch brauchen wir ja erstmal einen... ein Gerät, womit wir weiter könnten. Selbst in den Außenbezirken steht fast nichts mehr und dabei wurde der Hauptfeuerball etliche Meilen von hier entfernt gezündet. Mindestens 2 Megatonnen. Wenn es um Großstädte geht, lassen sich die Kommis nicht lumpen. Ach, und inzwischen... Und zwischen Ach, Angrutsk und Vladivostok sieht es gerade besser aus, oder wie? Das ist etwas anderes. Inwiefern? Leute, die sowas wie das hier anrichten, haben es verdient, wenn man mit ihnen genauso verfährt. Wer sagt, die hätten angefangen? Sie wissen, wohin ich sie gestopft habe, als sie das letzte Mal mit ihren Atomkriegsbedenken kein Ende finden wollten. Sagen Sie nicht noch einmal, Sie Aggressionszäpfchen! Fordern Sie ruhig heraus, Engstrin! Diesmal ziehe ich sie durch den Filter aus ihrem Anzug. Kommen Sie sofort hinter der Laterne wieder hervor. Ich denke ja gar nicht dran. Captain, jede Wette, dass ich dir ein Hühnchen rausziehe, wenn ich Ingstrins Anzug öffne. Captain? Das Umherirren hat ein Ende. Wir können wieder zurück in den Bunker. Eine komplette Stadt zerschmolzen, ein ganzes Land, eine Welt. Aber kann die Kraft die Namen auch wieder geben? Wovon reden Sie? Wir werden es beheben! Es, Captain? Er weiß nicht, wovon er redet. Es beheben, die Folgen eines globalen Nuklearkriegs reparieren? Nicht nur ich weiß es. Allem Anschein nach wissen auch Sie, wovon ich rede, Engström. Die Leute sind tot, Sie Idiot. Da kann man nichts mehr beheben. Mit dem Ende der Lebensfunktionen endet. Halten Sie sich fest, das Leben. Was wollen Sie tun? Einen fröhlichen Bauernhof gründen? Der radioaktive Niederschlag hat alles um die Einschlagszone herum kontaminiert. Und wir werden hier von einem dichten Netzwerk an Einschlägen die richtige Krater... Wir reden hier von einem dichten Netzwerk an Einschlägen, eine richtige Kraterparty. Wissen Sie, was ein massiver Eintrag Radioaktivität mit den gewöhnlichen Dynamiken eines Ökosystems anstellt? Haben Sie einmal in letzter Zeit Fauna und Flora betrachtet mit offenen Augen, mit potenzieller Hirnaktivität? Können Sie sich auch nur den Entferntesten vorstellen, was Gammastrahlung allen Zellkern anrichtet? Können Sie das? Was wollen Sie gegen die Welt der Fakten verrichten? Na, es beheben? Einfach lächerlich. Das mag die wissenschaftliche Perspektive sein. Eben! Jedoch ziehe ich es seit jeher vor, alle Gesichtspunkte zu betrachten. Ja, was? Halker, wir werden einen Weg finden. Sir, ich hab euch schon! Mein Gott, Halker, es ist kein Hauptmann oder Captain! Hier beginnt es. In Brüssels Überresten wagen wir den ersten Schritt. Die faszinierende Megametropole mit Herz hat noch keinen Besucher ohne ein Lächeln entlassen. Wahnsinnig, das ist er! Womöglich finden wir einen Hinweis in den Schriften der hiesigen Weisen. Sie meinen eine Bibliothek, ein Institut, ein Museum! Sehr gut, Halker. Sagen Sie mal, meinen Sie das alles ernst? Finden wir es heraus. Der Captain setzt den Kurs. Oh Gott. Du hast was angerannt bekommen? Eine Ratte. Wirklich? Für das Atom! Ratte. Es sind halt Ratten, ne? Probieren wir es erstmal ganz normal. Paff, paff. Oh, es ist eine taffe Ratte. Sim! Okay, doch gar nicht so tough. Pieks!
Bam! Crit! 399! Was ne Ratte! War schon vorbei. Schade. Zwei Papp. Ich mag die Mucke einfach. Nein, kick es da nicht rein, da wollen wir rein. So wie eine Metzgerei. Das sieht noch gut aus. Das sieht aber wirklich gut aus. Ich nehme etwas. Oh Gott. Aber gerne, der Herr. Darf es auch ein bisschen mehr sein? Bei Ihnen? Aber das wissen Sie doch. Was genau machen Sie da? Sie sehen ja selbst, man kommt zu nichts mehr. Ist das geil. Die gesamte Anlage ist, Aussage ist verrottet. Ist das witzig. 10 Tage länger braucht es dafür nicht. Was? Wofür? Um zu verrotten? Die Handtaschenfüllung, Lippenstift, Kleingeld, 3 Kilogramm Taschentücher, Uhr wird Helden verwertet. Wert 6 Papp. Aber wir haben Wert 250 Papp. Die Frage ist, ob wir denn direkt dahin wollen. Kann ein Metzgermesser schillen? Dieses Experiment wird unterbrochen. 2 Papp. Die Würste wetteifern um die Spitzenposition des ärgsten Schimmelbefalls und liefern sich dabei einen Kopf-an-Kopf-Rennen. Ist ja widerlich. Willkommen, Fleischermesser. 2 Papp. Schlimmer Schweinehälftenschimmel. Was ist das? Diesen organischen Rotz zu klumpen ist der entscheidende Schritt zur Komplettzersetzung nunmehr geglückt. Für den Rotz zu klumpen. Wir sind aufgelevelt, was? Nee, sind wir nicht. Oder doch, Ingström ist, glaube ich, aufgelevelt. Warum ist Ingström ein höheres Level als... Was bist du denn? Für das Atom! Du bist eine Fliege. Eine fucking Fliege. Es ist aber halt noch nur eine Fliege, also... Sam! Bam! Vorbei! Pieks! Komm schon, Halka! Komm, paff! Nein! Ein Jam! Sam! Ich mag diesen Comic-Stil einfach. Mit diesen Schriften daneben. Total gut. Was bist du? Unter der Brandkruste verstecken sich eine schöne Armbanduhr und 2 Ersatzfleischerhaken. 5 Papp. Noch ein Messer. Ein großes, scharfes Messer, das erfolgreich trennt, was die Natur vergeblich zusammenzufügen strebt. 2 Papp. Ah! Im Marinadenkübel haust nun das Madenübel. Sehr schön. Captain Atom findet eine Überraschungskonserve. Stimmt, die wollte ich auch noch öffnen. Da passiert nichts. Kapitän Atom nimmt ein Sieb. Okay. Selbst unter den allzu pingeligen Betrachtungsweisen, einschränkenden Bedingungen, die dir ein Atomkrieg gemeinhin folgte, ist das hier immer noch ein echter Rindfleischskandal. Nicht angeschraubt, wird umgehend verwahrt. 2 Papp. Okay. Die erste von 4 richtig schimmligen Schweinehälften. Ja gut, okay, die lassen wir dann halt mal hängen. So. Überraschungskonserven. In jeder 5. ist was drin. Wir haben 6 und wir haben schon eine geöffnet. Ich erwarte Großes. Gewinnerkonserve. Das Hundefutter Schlappel übertrifft Fleisch als vollgesunde Nahrung. Wert eine kleine Heilung. Ach, ja, gleich alle mit einmal geöffnet. Oh, war in den. Ein Gewehr? Wollen wir das her? Das Gewehr her. Ich weiß, er hat die Fähigkeit bekommen. Schmierflecken? Hä? Ich denke mal, Schmierflecken, Strahlschuss. Das soll einfach nur bedeuten, dass, ich weiß nicht, was das soll. Dass quasi das Werkzeug kaputt gegangen ist. Gut, denn ich hatte halt gemerkt, dass der Halker die Fähigkeit Gewehr erhalten hat. Kunde oder Zutat? Macht des Atoms! Captain Atom mit 1 EP. Ich habe gesehen, dass er die Fähigkeit bekommen, aber nicht den Gegenstand.
Ein Glück, es ist doch Hardgate in der Kasse. Zwei Pappen. So, jetzt sollte man wirklich alles untersucht haben. Das war cool, da gab es ziemlich viel drin. Nicht ein einziger Fitzelchen postapokalyptischen Brauchbares? Spüre meinen Zorn, unnütziger Personenkraftwagenrest. Atomisiert! 5 EP. Aufstieg. LOL. Halka ist aufgestiegen. Was zur Hölle? Und da stand sogar Captain Artom. Was war das? Sollte der Urheber des Untragbaren auf einen sogar seine... Sollte der Urheber des Untragbaren auf ein sogar seine Geistesgaben überraschendes Phänomen gestoßen sein? Oder gelingt dem Gerüstbauer des Gutem auch mal dieses Mal eine Antwort? Captain Atom hat eine... Okay, wir dürfen da nicht nochmal rein. Schade. Das war schräg. Hätte ich gerne näher untersucht. Versperrt. Sollte es am Ende keinerlei Möglichkeit geben, das wackere Haus Innere und den segensreichen Eingriff des Captains zusammenzuführen? Das darf nicht geschehen! Nimmer! Das ist halt auch kaputt, was war da drin? Nanu, das Haus sieht ja noch ganz passabel aus. Sehen Sie, Engström, es ist gar nicht nötig, unter ganz schwarzen Farben zu greifen, um ein Bild der gegenwärtigen Lage zu malen. Übrigens flattert immer ihre Maske, wenn sie darüber ein Gesicht ziehen, darunter ein Gesicht ziehen. Junge, ich bin Scheißlaber. Ja, Material ernten. 18 Papp. Damit haben wir 265, das ist sehr gut. Überraschungskonserve? Nichts. Richtig Gas. Really? Jemand was dagegen, wenn wir nie wieder darüber reden? Shit, war bestimmt noch mehr in dem Haus. Unschuldige Flamme. Hat er nebenan ganz schön gerumst. Ach das war doch gar nichts. Sie meinen, Sie machen sowas öfter? Hinter Ihnen, das ist eine gefährliche Atombestie, Bürger. Was? Bitte nicht mit Gewalt, ich habe einen Schlüssel. Nein, so etwas. Eben dachte ich noch, wie ungemein vorteilhaft es wäre, wenn doch nur das postapokalyptische Brüssel seinen eigenen Superhelden hätte. Und wer kommt da des Weges? Klären Sie die Frage auf, Bürger. Sie sind die Antwort. Sie sind doch ein Superheld, oder? Wo immer Not herrscht, eile ich herbei. Wann immer Böses regiert, rüste ich mich. Ich bin die Klärgrube der üblen Taten. Ich bin Captain Atom. Dachte ich mir doch. Andernfalls wäre das Kostüm ja auch reichlich albern. Sprechen Sie, Bürger, wo drückt der Schuh? Ich meine, abgesehen von der Zerstörung seiner Heimatstadt, seiner Mitmenschen und seiner Zukunft. Extrem behelligen Sie die Umwelt nicht mit Ihrer nachtragenden politischen Meinung. Wo ein Atomkrieg hobelt, fallen nur mal Späne. Großstadt, große Späne. Lalala, ich höre Ihnen gar nicht mehr hin. Eher gehen weichgekochte Spaghetti aufrecht als eine meiner Ideen in Ihren Kopf. Ihre Ideen stammen aus der Vorzeit, Knäckebrot. Haben Sie den Captain nicht gehört? Wir müssen ihm hier ankommen. Ich störe nun gern, aber was ändert Ihre Diskussion eigentlich schon an der momentanen Situation? Nix. Nun, Bürger. Sprechen Sie offen, uns lauscht kein zufälliger Passant. Ich gehöre gewiss nicht zu den Leuten, die schlecht über ihre Nachbarn reden, wissen Sie? Eines kann ich Ihnen sagen, wenn es jemanden gibt, der entschlossen gegenüber Nachrede aufsteht, dann bin ich das. Allerdings. Allerdings, Burger. Ich vermute einen Killerroboter in der Nachbarwohnung. Beim großen Zacken des Eisenelektrons bleiben Sie unbedingt in Ihrer Wohnung, Bürger, bis ich die Gefahr gebannt habe. Haben Sie vielen Dank, haben Sie vielen, vielen Dank, Captain Atom. Warten Sie, ich werfe Ihnen den Schlüssel für die Haustür runter. Captain Atom hält einen Schlüssel. Na dann. Und jetzt? Atomischer Marginali. Halt, halt, halt! Links drüben, sehen Sie denn nicht, dass ich bereits meine atomischen Marginalisierungshaltung eingenommen habe? Was wollen Sie noch? Wollen Sie immer nur da...
Wieso sollen immer nur Sie voran dürfen? Halten Sie sich für die Hauptperson? Ja, ja, sicher. Wenn Sie erst damit meinen, die letzten Krümel der Menschheit sorgsam zusammenzukehren, lernen Sie zuerst, die anderen nicht wie ein bloßes Anhängsel zu betrachten. Ja, aber ich hätte nie die Absicht, Sie wie ein Anhängsel zu betrachten. Ich wollte Sie einfach hier stehen lassen. Nennen Sie das etwa eine arbeitsklimafördliche Produktivitätsmotivation? Keine Ahnung, wie ich es nenne. Es ist einfach meine Art. Ich lasse mich nicht für ein Möbelstück einfach hier abstellen. Hier nicht. Meine gute Engström, halten Sie die Endzeit wirklich für den geeigneten Zeitpunkt für Ihren Individualitätsrappel? Entweder wir gehen alle zusammen dort hinein oder niemand. Und was wird inzwischen mit dem Nöten des hilflosen Unschuldigen? Ach, hören Sie auf, sich hinter fremden Angelegenheiten zu verstecken. Sieh an. Die Gasheadexplosion scheint den Steinverbund gelockert zu haben. Alle packen mit an. Kraftabgleich. Die vereinte Heldenkraft 264 schiebt erfolgreich gegen die 245 Pfund schweren Stein an, auf dem der Steinverbund der Trümmermasse ruht. Ah, interessant. Ich habe das Gespräch gerade nicht verstanden, aber was mit seiner Haltung ist und weswegen. Okay, das sieht witzig aus. Und warum Engström sich da jetzt so mokiert hatte. Warum er auf die Idee kam, dass er ihn da abstellen wollte. Ich meine, er wollte es am Ende ja, aber ich habe es nicht ganz verstanden, wer drauf kam. Tag 1, der Strom ist weg. Na toll. Es stirbt fast jeder, den ich kenne, und dann kommt nicht mal was im Fernsehen. Tag 3, ich beginne allmählich den Gedanken an mich heranzulassen, dass meine Wohnung in der zweiten Etage wirklich nicht wiederkommt. Tag 5, es war so klar. Die Faschospießer geben mir natürlich nichts von ihren Vorräten ab und mittlerweile stinkt es bestialisch aus den Gullis. Tag 6, ich gehe da nicht mehr raus. Was geht denn da draußen inzwischen um? Und dabei war das mal eines der besseren Viertel. Tag 7, in den Keller gehe ich auch nicht mehr. Irgendwo im Dunkeln habe ich bestimmt noch Kartoffeln übersehen, aber da unten ist etwas. Hoffentlich kommt es nachts nicht die Treppen rauf. Meine Wohnung kommt nicht mehr wieder. Ah, geil. Kann jemand was erkennen? Nein? Mist. Aber bis der Fenster lässt, ich kehre zurück. Okay, wir brauchen da also erst irgendwas. Okay. Was geht? Ich hab ne Ton in dein Kofferradio, 10 Papp. Kein einfacher Katalog, nein. Eine regelrechte Huldigungsschrift an die Farbe Orange, 1 Papp. Überraschungskonserve, ein Stapel Altpapier, 1 Papp. Nix. Im Schrank hängt ein Rüschenhemd. Können wir das ausrüsten? Oh, bietet mehr Schutz. Kriegst du. Warum auch immer ein Rüschenhemd mehr Schutz bietet. Die weiße Decke radioaktiven Niederschlags verwandelt den Tisch in ein Bild unberührten Friedens. Schön. Erstaunlich, was alles durch eine einzige Explosion durch fremde Fenster gewirbelt werden kann. 10 Pop. Waschbecken sind reichlich vorhanden, aber ist Ihnen auch das häufige Fehlen eines WCs in den Wohneinrichtungen aufgefallen? Unterhalten Sie irgendein obsessives Verhältnis zu sanitären Techniken, Engström? Wie bitte? Unter allen nachgesuchten Talenten in dieser herausfordernden Zeit steht der Toilettenzähler bei mir nicht ganz oben auf dem Zettel. Er nimmt nicht! Messer, Gabel, Löffel, die Besteckfamilie wandert ungetrennt in die Heldentasche, 3 Papp. Ein flauschig gelbes Pantoffelpaar, 2 Papp. Wirklich? Los, nicht über Nacht bleiben, die dunkle Hälfte des Tages gehört Ihnen. Witzig. Moment mal. Was hat man hier noch? Okay, da war nichts. Den oberen Geschossen wurde eine Komplettrasur beschert. Womit die Friseurkünste des Atomkriegs auf eine klar definierte Eigenschaft zurückgeführt werden können. Vehemenz. Still ruht der Poet seiner eigenen letzten Worte vor seinem Werk und lässt es für sich selbst sprechen. Ja. Genau. Ich sehe keinen Killerroboter. Wie ist was atomisiert worden? Es war frisch. Und so wurde aus dem Lodenmantel ein Lohenmantel. Ein Redox-Reaktionsprodukt. Etwas völlig anderes. Redox-Reaktionsprodukt. Okay.
Sei willkommen, Gürtel. Ein Papp. Ach, guck mal, da ist eine Treppe, die nach unten führt. Ein Toaster. Heike, Ihre taktische Analyse bitte. Ist das ein Killerroboter? Wirkt irgendwie kommunistisch. Also bitte, das ist in etwa so kommunistisch wie ein Wurstwettfressen auf dem Weihnachtsmarkt. Es ist ein Toaster. Ein harmloser Getreidescheibenröster. Hat er sich etwa gerade bewegt? Hören Sie auf, sich hinter dem Captain zu verstecken, Sie Held. Ich wollte im Bunker bleiben. Der Aufenthalt hier draußen tut mein System an der Wurse überhaupt nicht gut. Ist das Ihre Fachmeinung zum Killerroboter? Ach, ballern Sie das dumme Ding doch von mir aus vom Hocker. Sir, keine Einwände, Sir. Ihre Entscheidung, Captain. Atomisieren. Meine Macht des Atoms, vergehe. Eine EP. Ich dachte, wir kriegen wenigstens Papp. Überraschungskonserve. Nee, dann gehen wir gleich rein. Was geht hier? Erquickende Poeme, Band 9. Husten als Ausdruck. Okay. Ja, das hatten wir schon. So, was geht hier? Ah, das ist ein Stuhl. Das sah so halt aus wie eine Leiter einfach mal. Okay, das war's. Glück. Unschuldige Fleme. Hör auf, aus dem Fenster zu starren, Klaas. Wir haben Besuch. Captain Atom, haben Sie den Killerroboter bereits erledigen können? Für meinen Toaster. Er ist tot. Oh, Klaas, hast du gehört? Ist es wahr? Bitte sagen Sie, was für eine Scheußlichkeit hat uns all die Zeit bedroht? Ersparen Sie uns kein Detail. Wir können es ertragen. Oh, mein tapferer Mann. Tja, nun lassen Sie mich Ihnen den Killerroboter schildern, Bürger. Der Kopf war eine riesen, regelrecht roboterhaft, eigentümlich insektuell, eine Riesenglühbirne. Der Rumpf erinnerte mich an eine Schalttafel. Seine Arme wiederum ähnelten Todesschlauchzangen, gleich kreischende Kreissägen, Stahlkanonen, Kreissägen. Und schließlich bilden die Beine regelrechte Stampfsäulen, ein Panzerraupenmaler, ein Spinnenbein. Panzerraupenmalmer. Krass. Krass, so ein Ordenstrick. So grausig sei der Killerroboter aus Captain Atom. Ja, genau so. Vielen Dank, dass Sie uns diese Last von uns genommen haben. Stellen Sie vor, wir hätten uns nicht einmal mehr auf den Hausflur getraut. Für die beinahe tatsachentaugliche Wiedergabe ihres unerschrockenen Kampfes gegen den monströsen Roboter halten die Helden 10 EP. Endlich ist unsere Wohnung kein Gefängnis mehr, aber wo sollen wir hin? Ganz Brüssel liegt doch in Trümmern. Sag nicht, Bürger, es gibt selbst in der Atomöde noch einen Ort des Lichts. Wir verfügen über die Zufluchtsstätte, die zugleich unser Hauptquartier im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Nord ist, den Atombunker. Sie würden uns in Ihren Schutzbunker aufnehmen? Nein, da wohnen wir schon drin. Aber ich biete Ihnen gerne die Gelegenheit, am Rande unseres Lichts Ihr Auskommen zu fristen. Hast du gehört, Altier? Oh, was sind das nur für gute Menschen? Herz, Herz. Lass uns gleich aufbrechen, Klaas. Gehen Sie einfach immer westwärts, Bürger. Jetzt halt die Bude aus. Ob Sie wohlbehalten ankommen werden? War das eine Aufforderung, Ihnen nachzusetzen, um Sie es zu eskortieren? Haben Sie das nur wieder gesagt, um mich in Verlegenheit zu bringen? Ja. Und Zeit, die Bude auszuräumen. Abgenutzten Schraubendreher. Besen. Bei der Macht des Schrubbers. Reinigkeit ist auch in der Postapokalypse möglich. Ja, das bedeutet, Sie würden tatsächlich Ihre vandalische Hauserei in Ihrem Bunkerquartier überdenken? Ich sehe Ihren Punkt nicht, Engström. Hier wird unter noch wesentlich ärgeren Bedingungen als Sie bei uns im Bunker herrschen Ordnung gehalten. Ich sehe den Punkt nicht, Engström. Ach nein, diesem Haus wurde sogar das Dach entrissen, das Dach! Und trotzdem sieht es hier reinlicher aus als in der Müllhalde, die Sie Ihr Quartier euphemisieren. Ich sehe.
Und ab zu den Punkt 10, zentropische Leerstelle! Überraschungskonserve und noch eine Überraschungskonserve. Captain Atom mahnt, nach dem Atomschlag esse man nur von vertrauenswürdigem Geschirr. So ist es. Bist du vertrauenswürdiges Geschirr? Tapferes Teller-Trio trotz der tritonischen Terror. Okay, nimm's halt nicht mit. Ein flauschig roter Pantoffelpaar. Ein flauschig blaues Pantoffelpaar. Helga und Bernd zeigen 100 Liebespositionen. Aufklärisches Werk. Aufklärischer Wert und schätzbarer Materialwert. Ein Papp. Das ist großartig. Ich mag den Humor in diesem Spiel. So. Ja, schade, dass das Haus hier explodiert ist, bevor wir es richtig auseinandernehmen konnten. Okay. Schauen wir mal. Waren wir hier schon drin? Moment mal, klingt das Telefon? Was? Alles in Ordnung, Captain? Es klingeln keine Telefone mehr. Es wird nicht mehr telefoniert. Sir, jawohl, Sir. Es klingeln keine Telefone mehr. Okay, da war nie ein Telefon. Ah, eine Flamme. Okay. Für das Atom! Attacke! Sam! Fix! Ja, mit der Knifte. Was? Ich würde mal gucken. Zielen Gewehr. Ah ja. Eine Runde Vorbereitungszeit. Machen wir jetzt nicht. Kostet ja wahrscheinlich wieder eine Patrone. Aber wie er mit dem... Ah, mit der Knifte zuhaut. Da, geil. 10 EP, 10 Papp. Schöne Sache. Was hängt hier? Bad und Gemeinschaftsküche stehen der Nutzung aller Mietparteien zur Verfügung und sind in einem entsprechenden Zustand zu halten. Das ist ja ein toller Zustand. Was haben wir hier? Schimmelpilz. Oh, was? Ah, okay. Ist das ein... Captain Atom nimmt ein Kofferradio, 10 Papp. Na, was mag wohl dein frische Geheimnis sein, Gemüsewuschelkopf? Approximierte 10 Sivjet pro Tag. Was? Der verrottete Kadaver einer gefüllten Ente mag unbrauchbar sein, aber nicht die hohe Ladennadeln. 4 Papp. Wackerer Messer der Hühnerproduktion, Produktgarzeiten wie unbeugsam trotz zu sogar dem Abgrund der eines Tischkantenabbruchs in unmittelbarer Nähe. Doch halt mal, fortan bist du in Sicherheit. Captain Atom nimmt eine Eieruhr. Oh, komm, Teekessel. Die besseren Tage dieses Teekessels waren auch schon lange vorbei, bevor der Atomkrieg begann. 5 Papp. Überraschungskonserve! Überraschungskonserve! Eine Zahnbürste? Nein. Was ist dicht hier drin? Die Nagelfeile wird aus ihrem Wannengefängnis befreit. 1 Papp. Alles klar. Schön. Schön, was eingesackt. Was ist das? Werf das? Nichts. Ah! Ein Krater. Captain Atom tauscht die 3 Bügel gegen seinen aufrichtigen Dank. 3 Papp. Captain Atom findet eine kleine Heilung. Oh nein! Captain Atom erlöst den Tisch aus seiner rettungslosen Lage. Danke, Captain Atom, der Tisch wird es dir danken. Wie kommen wir da rüber? Wollen wir da überhaupt rüber? Ich probier mal was. Und zwar... Ach, können wir nicht. Okay, alles klar. Ich hatte gedacht, wir können es ja vielleicht kleiner machen und dann da rumwuseln. So, aber das zeigt mir, dass wir hier auch rein können. Ah ja. Gibt's nichts. Der Plattenspieler ist ein gern gesehener Fund. Die grässlichen Plattentellerauflage indes verschwindet. 10 Papp. Überraschungskonserve. Da ist doch nicht wahr. Es... Oh, verguckt. Oh, schade. Warum dampft das? Eine dieser neumodischen Kunstmaterialien, die nicht mal richtig brennen können, sondern nur wochenlang stinkend vor sich hin rauchen und glimmen. Lecker. Was bist du? Darum plädiere ich schon seit Jahren für eine Helmpflicht, auch und gerade in der eigenen Wohnung.
Nachttischlampen zählen zu den 7 Dingen, die nach allgemeiner Auffassung alles Überleben zählen. Großartig. Und hier ist wieder dunkel. Kann ich das erkennen? Nein, Mist. Aber bis zur Finsternis, ich kehre zurück. Okay. Großartig, einfach großartig. Ah ja. Oh, die Stahlstange. Danke für deine Gabe, Schutthaufen 10 Papp. Oh, sehr gut. Da kommen wir auch nicht weiter. Jetzt guck hier. Ah ja. Ein breiter Gürtel. Nein, ein Minirock. Oh ja, fast. Vorsicht, Bürgerin. Auf Hast droht Sturz. Okay. Der Bügel wird von den übrigen Beutestücken vollkommen willkommen geheißen. Ein Papp. Aha, man trägt wieder zerrissene wochenlang im Unbilde Elemente preisgegebene Lumpen. Einige Hitzebläschen, gesprenkelte Vinylschallplatten mit dem Krachern von Mark, Dex und Viltura. Papp. Hier glaube ich noch... Okay. Was bist du, eine Handtasche? Nix. Okay. Oben, ich glaube, es sieht auch nicht so aus, als wenn hier oben was kommt, ne? Ich weiß, Treppe, aber eines Tages musst du dich der Wahrheit stellen. Es gibt dort keine Etage mehr, wohin du führst. Ah, tragisch. So. Sind wir hier schon am Ende? Oh nein, es geht noch weiter. Und wir sitzen hier. Gebannt von übergebeugt hart der durchmodellierte Informationszeige Zeitalter Bürger auf Nachricht neuester Entwicklungen. Oder halt auch nicht. Eine Überraschungskonserve! Sweet. Den schön ordentlich hinstellen. Ah, blaue Plüschpantoffeln! Nein! Ja. Kleine Heilung! Ah, okay, schön. Putz und Lust sei Dank, wie eklig verschmierten Ofen in der Reihenberg eine komplette Portion Öl. Überraschungskonserve. So, mal gucken, wir haben jetzt hier einen Haufen Stuss bekommen. Wir haben auch einen Schraubendreher. Irgendwer hatte noch Schmierflecken. Und Minirock. Plus 10 Schutz. Aber die Uniform gibt halt mehr Schutz. Nee. Hier, die Schmierflecken mal gegen den Schraubendreher tauschen. Oh, Backe. Der Informationswert von Fernsehzeitschriften überdauert die Ewigkeit, wusste der fleißige Archivar. Palka, Ihre Einschätzung? Hab gleich gewusst, dass der Irrweg-Farbfernsehen nicht von Dauer sein wird. Danke für Ihre offenen Worte. Sir, jawohl, Sir. Okay, das war's. Was ist das hier? Rot? Nee. Ist klar. Oh, ich hab eins war da noch. Hier rechts hinten in der Ecke. Sieht nur so aus, als ob. Ja, Mensch, hier gibt es ja jede Menge zu erbeuten. Kick it. Duff. Okay. Nixtreme. Aber hast du Lippenstift, Nagelfeile und eine Anrührkessel für Gesichtscreme schnellen aus der Lade. Ach, Papa. Was mit dir? Eine Uhr zieht das auch noch im knöchernen Zustand einen Teil. Oh. Langsam bin ich so bescheuert von diesem Satzbau, dass ich einfach die Sätze nicht mehr lesen kann. Eine Uhr ziert das auch noch im knöchernen Zustand einen Teil des alten Zaubers konservierende Gelenk. Beute-Werte, Abtastung fördert ein ramponiertes Tagebuch zutage. Lesen. Was? Ach, Sebastian, nie schaust du zu mir. Immer nur fliegt dein Blick zu den alten Häusern des Platzes. Was siehst du in ihnen? Warum erregen sie deine Fantasie so viel mehr als ich? Oh, Sebastian. Ein Traum. Teekessel? Ein Liter Teekessel muss seinen Aussichtsplatz am Abgrund räumen. And to go. Komm. So, da haben wir Sebastian. Das ist wahrscheinlich der hier.
Dank der Zahnspange bleibt das Grinsen für die kommenden Jahre in schöner Symmetrie. Ein Papp. Gib Atom und eine Zeitungsseite. Oh, das ist Sebastian. Captain, ein Kiosk-Mutant! Halker, glauben Sie wirklich, ich würde mit jemandem wie Engström umherziehen, wenn ich nach so etwas wie Äußerlichkeiten ginge? Wie bitte? Einwandfreie Argumentation, Sir. Halker, reizen Sie nicht meinen Zorn! Ihren was? Ich habe bereits in der 5. Klasse beinahe einmal meine Hand gegen einen despotischen Lümmel erhoben und ich bin nahe dran, wieder so weit zu gehen. Hab Ihren Zorn erlebt, als Sie vergeblich eine Packung mit dem Wechselpapier aufreißen wollten, Engström. Das war demonstrierte Mäßigung, Sie Vollwilder! So mäßig wie Ihre Ausreden. Du hast seinen Namen, richtig? Mit Worteingabe Escape. Ich will. Wie lösche ich? Sebastian. Ich glaube, er heißt nicht Sebastian, aber es ist Sebastian. Sieht zumindest so aus. Ja. Hervorragend, Captain Klugen. Hervorragend, Captain. Klugen Blick ist alphabetisiert, der ahne alle Antworten, die Lösung vom diskret platzierten Namensschild und verdient dadurch 10 EP. Oh, noch mehr hinter diesem Sebastian. Ob noch mehr hinter diesem Sebastian steckt? Sebastian, nicht Sebastian. Sie gucken, als wollten Sie etwas ganz Bestimmtes von mir hören, mein guter Sebastian. Weiß ich. Keine Ahnung. Stand hier bei dem Tagebuch, wer das geschrieben hat? Nee. Aber vielleicht finden wir noch was. Oh, das ist ein Zeitstrudel. Können wir mal ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Aber so richtig? Was so Dolles sehe ich hier nicht. Können wir mal ein bisschen gucken. Okay, schauen wir uns erstmal weiter um. Vielleicht werden wir da noch schlau raus. Der Simka-1000 begeistert seit jeher durch seine überdurchschnittliche Zugänglichkeit und seinen inneren Platzverhältnissen. Sagen Sie, bekommen Sie etwa Geld dafür, so etwas zu sagen? Nein, es ist mir einfach ein inneres Bedürfnis. Oh Mann. Was geht hier? Nixdrin, Überraschungskonserve, ein Messer für einen Papp. Mal ehrlich, um eine Porzellanpizza ist es nun wirklich nicht schade. Eine Überraschungskonserve! Während die Helden noch verdutzt gucken, greifen die Ratten an. LOL. Für das Atom! Attacke! Baff! Lang hat Halker immer noch den Stärke-Malus, mal langsam sollte das noch vorbei sein. Attacke! Tiefgang. Zwei Papp. Schöne Sache. Eine Glühbirne schmiegt sich zutraulich in den wackeren Finders Hand. Die Schublade enthält ein Modell des Rolls-Royce Silver Ghost aus hochwertigem Blech. 5 Papp. Können wir das erkennen? Nein, Mist. Wir kehren zurück. Irgendwie fehlt es mir gerade so ein bisschen an einem roten Faden. Wir rennen durch die Gegend und plündern wie verrückt. Aber so richtig lesen lassen. Na komm, lesen wir. Die alten Giebelhäuser geben dem Platz den echten Charakter. Koch und Topf herrschen hier. Wenn ich mein und meines Gegenübers Haus einmal nach ihrer Giebelzier bezeichnen darf. Der Kapitän nimmt ein Geschichtsbuch.
Einstoß, Altpapier. Erquickende Polymerband 1. Achtbare Alliterationen auf A. Ein Stapel Altpapier. Zerborsten Häuser, starten Mauern, die Nacht des Schlampen überdauern. Schokolade. Die Schreibmaschine gerne mitnehmen. Aber das geht nicht. Mitgenommen. So beginnt es. Was auch immer. Um ein für alle Mal mit dem seltsamen Irrtum aufzuräumen, ein Handtuch sei in außergewöhnlichen Lagen von Nutzen, zerreißt es Captain Atom in kleinere Fetzen. Alles klar. Ich denke, damit dürfte die größte Strahlungsquelle in diesen Räumlichkeiten als erfolgreich verortet zu betrachten sein. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur Experte für zellphysiologische und Nuklearmedizin. Schnäuz ich damit. Oh, waren wir da schon dran? Ups. Der Treffpunkt der Bürgerbügelbande sind aufgeflogen. So, hier haben wir alles. Waren wir hier? Ja, haben wir alles. Nee, Moment. Da kommen wir nicht ran. Da hinten hängt halt noch was an der Wand. Aber da kommen wir nicht ran. Gut. Mit geübtem Griff angelt Captain Atom aus dem Rippenkasten einen schönen Herzschrittmacher. Igitt, was ist das da hinten? Was immer hier lag, ist inzwischen... Ist das eine mutierte Kuh oder was? Was immer hier lag, ist inzwischen ein... Was immer hier lag, ist inzwischen einem so erheblichen Verfallsprozess preisgegeben, dass nicht einmal mehr die Reste auf Schluss gestatten. Nur die Fantasie allein mag noch Auskunft zu geben. Ich tippe auf die Reste eines Mahagoni-Hutes. Dann soll es so sein. Kapitän Atom entdeckt zwischen den übrigen Standardware ein totschickes Rüschenhemd. Hemd, was bist du? Ernsthaft, was bist du? Eine Brüsselerin. Alles klar. Paff! Söm! Vorbei gesömmt. Sekretspucke. Heilgeist verdauen. Drei Vorsprung, Attacke! Mittlere Heilung auf Holger. Baff! Sam! Platsch! Sweet! Ein Hemd. Talente! Mittlere Heilung! Paff! Kleine Heilung! Puff! Slotsch! Schönes Ding, was bist du? Noch im defekten Zustand verzaubert die Lava-Lampe als Dekorationsgegenstand mit Zukunft. Einen Minirock. Ein Hemd. Das Kostüm zerfällt beim ersten Kontakt zu einem vorwurfsvollen Haufen Vogelklumpatsch. Du sollst gerecht werden, tapferes E-Produkt. Glücksgriff, gleich mehrere noch unangetastete Hartgeldrollen. 10 Papp. Kofferradio, 10 Papp. 10 Knöpfe rollen in der Schublade auf einen ausgesteckten Heldenhand zu. 2 Papp. Atomische Marginalisierung. Jetzt! Ah, alles klar. Wir müssen hier wieder ein Schloss knacken. Oh, erschlüsselt sich 20 EP. Na dann. Igitt, was bist du? Ah ja, eine Nähmaschine. Tief in den Laboren der modischen Wiederbelebung gewesener Formen stoßen die Helden auf einen besonders waghalsigen Hosenverlauf unterhalb des Knies. Mein Gott, Heika, lesen Sie! Wirkt irgendwie kommunistisch. Na ruhig, wir finden gleich wieder, was das... Alter! Nur ruhig, wir finden gleich wieder was, das sie erschießen dürfen. Sir, danke, Sir! Bauplan für Schlaghose erhalten. Alles klar.
Ein ganzer Karton voller Garn, 5 Papier. Die Garnspule erfreut sich des Willkommens emsig, auch kleinteiliges Raffner Reckenklauer. In geräumigen Karton wurden Saumtrenner, Bügel, Gürtel und ein Büroklammermännchen verstaut. 11 Papp, das ist mächtig viel. Nur Scheiß. Die Schlaghose. Die, ah ja, das war der Herzschrittmacher. Die Vorkriegsanzeige bringt noch einmal alle Vorteile der neuartigen Kontaktkassetten auf den Kompaktkassetten auf den Punkt. Okay. So langsam hätte ich hier Lust, mal wieder was anderes zu machen, anstatt hier ewig durch die Stadt zu klüngeln. Okay, hier sieht es aus, als würden wir hier erstmal nicht weiterkommen. Was ich jetzt erstmal tendenziell gar nicht so schade finde. Ah, wir kommen hier doch weiter. Wir lassen die Flammen da erstmal alle stehen. Weil das Flugzeug interessiert mich. Oh Gott. Ein Wandtresor mit Kombination. Nett. Die sachgemäße Untersuchung der Schubladen fördert ein Schriftstück zutage. Diese vorhersehbaren, wie ausgeliefert sind meine Mitmenschen doch der kombinatorischen Kompetenz meines koryphäen Cerebri. Ich kann es sogar mir sogar erlauben, mein privates Test und mit ihnen sogenannten Geheimnissen zu verschlüsseln, ohne ihre Einsicht befürchten zu müssen. Oh, welch sardonischer Triumph! Blablabla. Oh, wir können hier sogar Licht anmachen. Der Pfeifenreiniger hat auch schon bessere Tage gesehen. Ein paar. Dafür macht der Herrenhut noch einen ganz manierlichen Eindruck. Ausrüstung! Er hat schon einen Hut. Ausrüstung! Er hat schon einen Hut. Ausrüstung! Er hat noch keinen Hut! Jawoll! So. Gibt es hier irgendeinen Hinweis auf die Zahlenkombination? Diese vorhersehbaren, wie ausgeliefert sind meine Mitmenschen doch der kombinatorischen Kompetenz meines koryphäen Cerebri. Ich kann es mir sogar erlauben, mein privates Test mit ihnen sogenannten Geheimnissen zu verschlüsseln, ohne ihre Einsicht befürchten zu müssen. Oh, welch sardonischer Trumpf. Nee, so direkt erstmal nicht. Ja, vielleicht finden wir noch einen Hinweis. Und hier. Beim bombastischen Bohr ist das arme Hündchen etwa. Kennen Sie die durchschnittliche Überlebensdauer einer überzüchteten Spezies ohne den beständigen Eingriff menschlicher Pflege? Hündchen musste sterben, weil es das nicht wusste. Nein, raten Sie doch einmal. Engström, wenn ich dahinter komme, dass Sie etwas damit zu tun haben. Ich höre es mit eigenen Ohren und kann es doch nicht glauben. Und was mache ich jetzt mit dir, Hündchen? Ich will ja da ran. Beißen? Man beißt Hund, das ist doch mal eine Nachricht. Gibt's ein Problem, Sir? Sehen Sie selbst, Hulker. Verdammt, ein Knoten. Ernsthaft? Der strahlende Ritter des Atoms und der Zwergenkrieger der NATO werden nicht mit allen simplen Knoten fertig? Was war das gerade? Wollen Sie etwa übernehmen, Engström? Wollen Sie etwa übernehmen, Engström? Ich bitte Sie. Und jetzt, Captain? Atom schreibt sich beinahe völlig anders als Kapitulation. Sir, jawohl, Sir. Unmöglich, der Greifhaken ist mit einem Knoten gesichert. Wahnsinn, das ist wirklich... Was zum Geier? La noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino. Caminaba por la noche y andaba muy perdido, me faltaban que tus ojos me mostraran el camino.
separan el camino. Camina, porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos. Porque yo era tan feliz cuando tú abrías los ojos.